Ahoi meine lieben Freunde, hier sind wir wieder. Und wundert euch nicht, dass ich nur noch 33 Florin habe. Ich habe jetzt hier Medizin gekauft und meine Klamotten noch gefärbt und halt so ein kleines bisschen Spaß gehabt. Ansonsten nur die Codex-Seite geholt und den Aussichtspunkt, ja. Musste dann aber noch fliehen, hab noch ein paar Leute gekillt und noch eine... Ja, also, das ist schon eine ganze Menge passiert. Da hätte ich jetzt schon fast eine Folge damit füllen können. Aber das will ja keiner sehen. Es wollen ja die Leute hier auch ein bisschen mit der Hauptmission weitersehen. Und das machen wir jetzt. Meine Brüder zu retten war mehr als nur ein Akt der Nächstenliebe, Ezio. Sie werden in den nächsten Wochen eine wichtige Rolle spielen. Bittet sie nur um Hilfe und sie werden kommen. Und was mache ich mit einer Bande von Dieben? Setzt sie gegen eine Gruppe von Wachen ein und sie werden sie ablenken. Und mir den Weg freimachen. Ganz genau. Hilft mir, mein Schwert sauber zu halten. Gefällt mir. Genau. Ich verrate euch, wie ihr sie einsetzt. Antonios Plan erfordert eine kleine Täuschung. Wir müssen die Wachen imitieren. Das heißt, dass wir ihre Rüstungen tragen müssen. Und eine Bootsladung Rüstungen wurde gerade in Kisten verladen und wird bald zum Setter gebracht. Plündert diese Kisten und bringt ihren Inhalt. Ist das erledigt, müsst ihr mir noch ein Boot besorgen und hierher bringen. Damit werden wir unsere Männer unbemerkt in den Palazzo schleusen. So gut wie erledigt. Ja, das klingt doch alles ganz gut. Kleider machen Leute. Die Kisten plündern, in denen die Rüstung für Emilius Wachen transportiert werden. Dann ein Boot stellen und zu Ugo bringen. Ja. Akzeptieren, da sind wir genau der richtige Mann dafür. Gar keine Frage. So, da ich nicht weiß, wie ich hier anders wieder wegkomme, erstmal auf das Dach. Und dann ist hier auch schon das erste Ziel. Das wird eine Punktlandung, oder auch nicht. Okay, Ezio hat wohl nicht gern einen Stock im Arsch. Können wir ihm jetzt gar nicht mal so übel nehmen. Alter Falter. Ja, der guckt schon so nach hinten. Das war jetzt echt nicht schlecht. Na gut, okay. Ja, wo komme ich denn hier weiter? Hier. Okay, der war... Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Da dann wohl, das nächste. Stehen aber auch so viele Wachen davor, ne? Das ist der Wahnsinn. Boah, hier guckst du an. Ach so, auch nur weil hier gleich noch eine Codex-Seite drin versteckt ist. Okay, gut. So. Hier kann ich doch ein paar Leute anheuern. Ich glaube, das ist extra dafür gedacht. Diese Offerte ist eine Beleidigung. Kein Geld, keine Truppe. Oh, ich kann sie nicht anhören, weil ich kein Geld habe. Oh nein. Hier. Habt ihr Geld? Oh, schnell. Scheiße. Na gut, dann muss ich sie töten. Ach, guck mal, der. Hinter dir. Du wirst nicht entkommen. Doch, ich bin weg. Das habe ich sehr geschickt gemacht. Ich wüsste nicht, was es da jetzt zu beanstanden gibt an dieser Tat. Sehr gut. Das war jetzt echt nicht schlecht. Boah, übelst die Eule umgeflankt. Alter. Der war echt gut. Ich habe gedacht, ich kann sie so plündern, aber nee, okay. So plündert man keinen Menschen. So. Ich habe traditionelle Mittel. Muss da doch auch irgendwie andersweitig drankommen. Du darfst nicht in dieses Gebiet. Der Schande. Dieses Gebiet. Attenzione!
An alle Händler, die mit Gewürzen aus dem Osten handeln. Ein neuer Zoll wird erhoben. Die Kosten der Instandhaltung... Hey, warum? Ich habe eine Frage an euch. Was? Was war denn das jetzt? Warum hat er mich auf einmal... Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum der mich auf einmal hier erkannt hat. Mein Bekanntheitsgrad war ja bei 0. Renn! Lächerlich, ey, diese Wachen, ganz ehrlich. Wow, mein Bekanntheitsgrad, da sollte ich mich wohl drum kümmern. Verdammt, da will ich nichts mit zu tun haben. Was ist mit dir? Hallo? Jetzt so. Mehr hört man sie nicht hören, wenn sie seine Rache spüren. Was mache ich mit dir? Ich wüsste jetzt echt nicht, was ich mit dir machen soll. Tut mir leid. Boah, mit der versteckten Klinge kann ich anscheinend auch die Starken ausschalten, wenn ich da schnell genug bin. Boah, geil. Einfach so Seitschritt und dann zack die Kehle. Was heißt das, dass ich jetzt höchste Alarmbereitschaft? Okay, gut. Bleibt es dann so? Oder was ist denn hier? Dio del Cielo, er wird doch jemanden verletzen. Was soll ich denn mit diesen Typen machen? Mit diesen... Was ist denn das? Steckbrief, nein. Der hier, was ist das? Eine Amtsperson. Was bringt mir die? Ich habe gedacht, ich soll die töten. Ach, hier, guck mal, ich bin ja noch nicht mal fertig mit der Mission. Ich dachte, die ist durch. Herold, den könnte ich mir natürlich auch ranholen. Nee, kann ich nicht. Ich habe ja kein Geld. Aber warum nicht einfach gehen? So, jetzt ist alles erstmal wieder... Okay, alles erstmal wieder abgekühlt. Ja, die haben mich sofort erkannt, weil das hier Sperrgebiet ist. Da darf sonst niemand rein. Deswegen haben die mich, ja, die haben mich jetzt nicht so gemocht, sage ich mal. Die Republik sendet den betroffenen Familien ihr herzlichstes Beileid. Ach, weißt du was? Wir können den auch umgehen. Wir müssen ja hier nicht jede Wache killen. Es gibt Gerüchte über Unruhen in den Rängen der Ottomanen. Heute treffen sich der Doge und die Zehn, um einen Handlungsplan zu beschließen. Soll es das Boot sein? Ich denke, es ist das Boot. Hey, euch will ich... Hä? Was ist denn mit euch los? Jetzt seid ihr sogar schreckhaft. Ich wollte ins Wasser. Hallo. Da, bleib dran. Wie kann ich tauchen? Gar nicht. Ein Patzen. Okay, das läuft jetzt, das lief jetzt alles nicht so hundertprozentig, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber. Oh. Jetzt sieht der mich. Wie kann ich tauchen? Leertaste. Komm, Ezio, nimm es. Ach. Er hätte es doch einfach nehmen können. Der wäre gut gewesen. Dann steißt er. Laju! Wäre ich abgehauen. Komm, verpiss dich.
Du kannst doch nichts. Mann, ey. Oh Mann, jetzt geht er drauf. Ich kann aber auch nichts machen, gell? Ich drück Shift, ich drück E. Muss ich drunter? Was wollt ihr von mir? Ich soll die Gondel nehmen, jetzt verstehe ich's. Oh Gott. Ich sollte ja mit dem Boot fliehen, ja. Ja, ja. Oh Gott. Okay. Okay, wie ging das? Shift, ja. Oh, ich bin ja auch blöd. Alter Falter, ich habe gedacht, hier ist ein Schatz drin oder irgendwas, was ich noch holen soll. Na gut, aber wenigstens kommt man hier relativ schnell voran, wenn der Ezio, der mit seinem starken Arm hier sich ins Ruder legt. Na guck mal, wir sind schon da. Sehr gut, Ezio. Nicht schlecht. Das ist genau, was wir brauchen. Ich richte Antonio aus, dass ihr erfolgreich wart. Sehr gut, vielen Dank. Jetzt habe ich auch wieder Kohle, um mir so ein paar Leute herzubestellen. Na gut, ich würde sagen, nächste Mission, gleich weiter. Alle Aussichtspunkte sind erspäht. Unser Fahndungslevel ist jetzt auch nicht allzu hoch. Können wir gleich weitermachen mit der Hauptmission. Oh, so wie es aussieht, wird es eine etwas längere Mission, mit Antonio und seinen Dieben zusammenzuarbeiten, um Emilio zu besiegen. Bitte, herein! Oh, ja. Das kann was werden. Dank eurer Arbeit sind wir wieder so stark wie zuvor, Ezio. Wir sind jetzt bereit. Sagt mir nur, was getan werden muss, und ich erledige es. Ihr nährt euch von oben, im Schutze der Nacht. Emilio hat rund um den Palazzo Schützen postiert. Tötet sie. Aber tut es leise. Sobald sie fallen, werden meine Männer sie ersetzen. Was ist mit den Wachen? Habt ihr die Bogenschützen erledigt, formieren wir uns vor diesem Gebäude neu und planen die nächsten Schritte. Kein Problem. Ich erledige die Bogenschützen und komme zurück. So machen wir es. Hals- und Beinbruch. Ah! Ach, Mann, ey! So ein Quatsch. Wer macht denn so einen Mist in so ein Spiel mit rein? Okay. Ob sowas, ey, ich lehne mich hier zurück, voll gechillt, und dann sehe ich so, ich sollte irgendeine Taste drücken und pff, vorbei. So. Aber scheiß doch drauf. Das bringt doch eh nichts. Also, das verändert jetzt die Geschichte nicht, oder? Das ist Quatsch. So. Schützen erledigen. Ja. Wollen wir doch mal schauen, wie wir das am besten machen. Ich hätte schon fast wieder gelacht. Oh. Hier darf ich gar nicht. Wo soll denn das? Darf ich nicht lang? Ich hätte schon fast wieder gelacht, wo er gesagt hat, ja, aber tut es leise. Ja, ja, ist klar. Das ist mal sowas von überhaupt nicht meine Spezialität, aber ich werde sehen, was sich machen lässt. So nach dem Motto. Ja, ja, der Ezio, der muss zu jeder Sekunde seine Parcours-Fähigkeiten unter Beweis stellen. So, dich rempel ich gleich um. Zack.
Was war das? Beeindruckend. Wow, das war, ja, fand ich auch beeindruckend. So, Bogenschützen leise töten. Die patrouillieren doch bestimmt wieder. Oder? Ja, die bewegen sich. Na, das kann was werden. Ja, ich werde mich jetzt hier einfach so lange langhangeln, bis ich jeden hier erwische. Vielleicht sollte ich mit dem da wollte ich anfangen eigentlich. Da ist der nächste. Das wird nicht klappen. Oh Gott, warum steigst du hoch? Oh Gott, was machst du? Ja, 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 ein richtiger Assassine. Super. Fällt überhaupt nicht auf. Kein Wunder, dass. Alter, waren die Wachen damals stockenblöde oder. Ich wollte doch überhaupt nicht hoch. Ah! So. Mach keinen Scheiß. So. Komm, du kommst mal hierher. Komm, Fifi. Zack. Am Hosenbund. Schrei doch nicht so. Ich weiß jetzt nicht, warum da drüben noch welche sind. Die gehören nicht zur Mission. Ezio, spring rüber oder lass dich fallen. Mach eins von beiden, aber mach es. Ja, ich sag mal so, das ist noch einigermaßen human. Ja, selbst wenn ich es jetzt verkacken sollte, es ist trotzdem einigermaßen einfach. Den kriegen wir noch und den letzten, den werden wir ja dann auch kriegen, ohne aufmerksam zu werden, ohne dass sie aufmerksam auf uns. Was machst du schon wieder? So, mehr wollte ich doch nicht. Ich wollte nur hier rum. Und dass sie das nicht merken. So, du drehst dich mal bitte um. Was ist mit ihm? Der weiß selber nicht mehr, wo er ist. Was? Bald machst du dich endlich mal nützlich. Ja, geil. Steine der Jungs. Ja, geil. Unentdeckt bleiben, ne? Aber die Mission scheint jetzt nicht abgebrochen zu sein. Okay, das ist jetzt echt komisch. Ich habe gedacht, ich darf es jetzt nochmal machen. Ich habe mich schon gewundert, wenn ich mich von der Seite hier ranschleiche, warum die das nicht sehen. Auf einmal einfach aus dem Nichts, wumm, gesehen. Okay. Toll. Was ist denn nur mit ihm? Oh Mann, ich glaube, der ist hängen geblieben. Da kann ich nicht mehr viel machen. Dann nehme ich mir erstmal den hier. Was tut ihr denn hier? Wie siehst denn du mich? Und jetzt steht er auf einmal wieder richtig. Was ist denn hier nur los? Ezio, mach mich nicht unglücklich. Der
Der ist schon wieder völlig verwirrt, der Typ. Alter. So, fick dich. Ist mir jetzt auch scheißegal. Anscheinend wurde es ja nicht abgebrochen. Was machst du denn? Spring doch einfach auf eins von diesen Dingern da. Oh Mann. Soll ich den Assassinen noch beibringen, wie man klettert? Hierher. Ja, Entschuldigung, ich wollte mir das jetzt noch holen, diesen einen Brief. Und so wie es aussieht, geht die Hauptmission ja dann noch weiter. Wo ist er denn jetzt? Hä? Auf der anderen Seite? Ja, Tatsache, auf der anderen Seite. Nach dem Tod des portugiesischen Botschafters erinnert der Rat alle Bürger daran, keine Fische aus den Kanälen der Stadt zu verzehren. Ezio! Ja, ich bin da. Alles gut. Gut gemacht, Ezio. Es läuft alles wie geplant. Ich wurde zwar nur zweimal erwischt, aber okay. In diesem Moment ersetzen meine Männer die getöteten Bogenschützen. Der Weg zum Palazzo steht nun offen. Aber nicht das Gebäude selbst. Emilius Wachen patrouillieren noch. Nehmt meine Männer. Sie können die Wachen ablenken und euch den Kampf ersparen. Und wenn es Zeit ist, das Gebäude zu stürmen, denkt an unser Training. Seid bedächtig, Ezio. Wir erwarten eure Vollzugsmeldung. Attentat auf Emilio Barbaccio Ching Chong Chang. Ja, liebe Leute, das gucke ich mir aber erst in der nächsten Folge an, wie das weitergeht. Ha, ich bin fies. Und dann besiegen wir den Emilio. Genau. Und da ich glaube, dass wir dafür keine 20 Minuten brauchen werden, geht es dann auch noch weiter mit der Hauptmission. Hoffentlich. Oder noch ein paar Aussichtspunkte oder irgendwelche Nebenmissionen, Codex-Seiten, irgendwas. Gut, alles klar. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao.